ZKM, Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, wurde von #2022, dem Kulturhauptstadtjahr, eingeladen, in der Möllerei eine Medienkunstausstellung zu präsentieren. Und zwar die allererste, weil die Möllerei gerade als denkmalgeschütztes Gebäude fertig saniert wurde. Und zu Beginn des Hauptstadtjahres, des Kulturhauptstadtjahres, sollte die Möllerei den Besuchern präsentiert werden mit einer ersten Medienkunstausstellung, auf der noch zwei weitere folgen werden. Diese Ausstellung hat den Titel Hacking Identity, Dancing Diversity. Und dieser Titel Hacking Identity, Dancing Diversity enthält diesen Appell, Identität spielerisch, poetisch, durch künstlerische Positionen zu denken und Spielraum, Freiräume, Vielfalt möglich werden zu lassen. Ja, die eigenen Grenzen, die eigenen Identitätsmuster zu befragen in der Auseinandersetzung mit den Kunstwerken, die wir hier in die Möllerei integriert haben. Und wenn wir von Identität sprechen, geht es natürlich erst einmal auch um die Identität und Transformation des Möllereigebäudes. Das war eine Lagerhalle, in der schwere Materialien, sprich Eisenerz, gelagert wurden, Minett hier, um in den Hochöfen dann verarbeitet zu werden. Das heißt, Energie zur Verfügung zu stellen, das ist ein Raum für Energie hier. Und wenn wir jetzt den Bogen schlagen zur digitalen Kultur, die uns in der Medienkunstausstellung natürlich interessiert, dann geht es auch um Energie, um Daten. Ja? Das Datenuniversum, die Datensphäre, das ist das, was uns hier interessiert. Wie werden in dieser Datensphäre Identitäten konstruiert? Also innerhalb dieser Architektur der Möllerei, die selbst einen Identitätswandel durchlaufen hat, eben von der Lagerhalle hin zu einem Gebäude, einem denkmalgeschützten Gebäude, das jetzt für die Kunst und Besucherinnen zum allerersten Mal geöffnet wird. Dieses Gebäude füllen wir mit Medienkunst. Wir haben 28 künstlerische Positionen in der internationalen Medienkunst eingeladen, um Werke zu präsentieren, mit denen die Besucherinnen interagieren können. Das sind partizipative Kunstwerke. Da geht es nicht mehr darum, dass man einfach Kunst nur wahrnimmt und dann versucht, sich hineinzuversenken. Nein, der heutige Anspruch, wenn wir an die Medienkultur denken, wir sind ständig auch Sender unserer eigenen Daten. Ja, wir bestimmen diese Mediengesellschaft mit, indem wir Daten generieren, diese distribuieren, sammeln, bewerten in der Social Media Sphäre. Und das wollen wir hier mit diesen künstlerischen Positionen erlebbar machen. Da haben wir partizipative Kunstwerke, da kann man sich zum Beispiel in eine Geschichte selbst mit einem Avatar hineinplatzieren. Ja, kann sich ausprobieren, kann unterschiedliche Identitäten ausprobieren, also vom Spiegelbild, das lebendig wird, das wieder zerfließt. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass Besucherinnen untereinander ins Gespräch, in Interaktion kommen, um eigene Identitätsgrenzen auch erst einmal zu bemerken. Bei der Auswahl der künstlerischen Positionen spielte Vielfalt natürlich eine große Rolle. Welche Vielfalt wollen wir präsentieren? Wichtig war der Blick auf Europa zunächst. Wie werden Identitätskonstruktionen, Identitätsmuster innerhalb der europäischen Medienkunst befragt aktuell? Dazu haben wir Künstler, die bereits etabliert sind und langjährig im Feld der Kunst unterwegs, zusammen mit sehr jungen Künstlerinnen eingeladen, um ihre Positionen darzustellen. Vorwiegend war das aus dem europäischen Raum. Diese Positionen haben wir ergänzt um Positionen aus Afrika, Hongkong, China, um auch dort Identitätsmuster mit hineinzunehmen, beziehungsweise eben immer Auseinandersetzungen damit und auch die europäischen Positionen dann in der Differenz zu ergänzen, um diese Positionen. Was ebenso wichtig war in dieser Gestaltung von Vielfalt, war, dass wir nicht nur Einzelkünstler hatten, sondern uns auch sehr gefreut haben, dass auch Künstler zusammenarbeiten für einige Werke. Ja? Diese Kollaborationen waren uns sehr, sehr wichtig. Und dann natürlich auf der Ebene der Medienkunst selbst spielt Differenz oder Differenzierung, Vielfalt, Diversity eine Rolle. Da haben wir ganz unterschiedliche zeitbasierte Medien ausgewählt, vorwiegend auch partizipative Kunstwerke, wo Besucherinnen mit den Werken interagieren, Teil des Werkes werden. Ja, also Kunstwerke hier sind in der Regel nicht abgeschlossen, sondern sie werden erst durch die Interaktion mit den Besucherinnen lebendig. Lebendige Kunst, lebendige Auseinandersetzung, Reflexion über Identität, bei der man gleichzeitig Spaß hat, ja, Freude hat, ein Stück weit auch sich befreien kann von begrenzten Vorstellungen. Das war uns wichtig. Und diese aktionistische Aufforderung zu hacken und zu tanzen, die verwundert vielleicht so ein bisschen.
Weil das Hacken kommt ja aus der Informationstechnologie und bedeutet ja erst einmal ein Eingreifen in vorhandene Programme, um Nutzerbegrenzungen auszuschalten und zu überwinden. Das hat ja erst einmal auch so einen aggressiven und vielleicht auch negativen Ruf. Ja. Was aber gemeint ist, und das kennen wir aus den Social Media Praktiken ja schon ganz lange, Hacken bedeutet eigentlich erst einmal Leidenschaft zeigen, Zuwendung zu einem Thema und zu gucken, wo kann ich eingreifen, wo will ich eingreifen, wo will ich verändern, was kann ich verändern, mit wem kann ich verändern. Und das kann ich tun, indem ich Programmcodes verändere, das kann ich aber auch im physischen Raum tun. Und dazu muss ich mich meistens ein Stück weit aus meiner Blase auch herausbewegen. Und dazu kommt dann auch das Bewegen, die Bewegung. Und wenn es eine tanzende Bewegung wird und nicht mehr nur ein starres, lineares Abfolgen, was wir bei Remix immer haben, dass nichts mehr linear in klarer Linie ist, dann denke ich, haben wir einen Schritt hin zu Diversität und Offenheit, Hacking, Identity, Dancing, Diversity, was wir hier den Besuchern vorstellen möchten.